Hey Leute und willkommen zum mittlerweile vierten Part von Let's Play Terraria. Natürlich zusammen mit dem Eifel Alex. So, also das ist hier mittlerweile irgendwie der vierte oder fünfte Versuch aufzunehmen. Und es hat funktioniert. Aber wie ihr vielleicht schon sehen könnt, haben wir hier ein bisschen was gemacht. Wer sich den letzten Part bis zum Ende angeschaut hat, der weiß bestimmt schon, was ich meine. Also, wie ihr seht, haben wir hier ein bisschen in so einem Haus gebaut. Wir haben einen Extraktinator gefunden. Insel. Einfach mal so. Ach ja, stimmt. Außerdem habe ich die Sternenwut und wir haben noch ein bisschen Zeug bekommen, wie zum Beispiel den Nachtsichthelm und den Zylinderhut. Ich glaube, dann brauche ich den Glückschuss recht. So, und was ich jetzt ein paar Tage angesprochen habe, wir haben ja eine Schiene gebaut. So, ich zeige euch erstmal die erste, da werde ich bald drauf gehen, aber ich habe eine Recall Potion, das könnte ich schaffen. So, also beim ersten geht es hier so rüber, bin im Wasser gelandet. Und wenn wir jetzt hier lang fahren, dann passiert etwas. Also wir beschleunigen. Wir müssen natürlich drüber springen. Und wenn jetzt hier. So, wo kommt der Boden? Wo kommt der Boden? So, also wenn wir da einen Wassertümpel haben, dann können wir da auch unbeschwert in den Dschungel. Ja, auf der anderen Seite haben wir einen. Da kommen wir direkt in den Dschungel dann hin. Das wäre übel witzig. So, haben wir noch was? Wir haben, wie gesagt, wir haben ein bisschen sein Erzen gefarmt. Ich habe jetzt 150 Eisen. Ich bin mir unsicher, hatte ich das Kettenmesser schon vorher? Ich habe auf jeden Fall zwei neue Waffen. Und zwar ein Blutschlechter, 23 Nahkampfschaden und 24 Nahkampfschaden verzaubertes Schwert. Und jetzt geht die Party ab, okay? Na, was für eine Party? Für die Party. Und hui! So, das haben wir, wie gesagt, in dieser Offline-AFK, nicht AFK, aber in dieser AFK-Farm-Session gemacht. Ich wollte Highlights rausschneiden, dann ist mir aber aufgefallen, dass es ein bisschen zu lang dauert, um dann die ganzen Highlights rauszuschneiden. Die Grabsteine ignorieren die mal alle, sonst muss ich die zum Death-Counter hinzupacken. So, was wir eigentlich in welchem Part wollten wir es ansprechen? Im vierten, meine ich, ne? Dass wenn das Video hier 10 Likes bekommt, das dass Alex dann auch Terraria-Videos zu dem Let's Play hier hochladen wird. Ich fände das ziemlich witzig, also haut auf jeden Fall schon mal auf den Like-Button drauf. Alter, wie viele Grabsteine sind hier? Oder vielleicht werden die... Die sind alle von dir! Na, was laberst du, wo? Ach, das Auge von Cthulhu hat dich gekillt. So, wie ihr schon gesehen habt, haben wir hier eine fliegende Insel gefunden. Random. Ich wollte hier so eine Achterbahn bauen. So, ui, das was hier eigentlich auch ist. Und dann bin ich an einer fliegenden Insel vorbeigekommen. So, was wollen wir in diesem Part machen? Hast du eine Idee? Tomatensaft. Gute Idee. Ja, finde ich auch. Oh yeah. Auf jeden Fall habe ich nicht schon wieder Bock, in den Untergrund zu gehen. Oder wir gehen erkunden. Ich würde sagen, wir sagen... What the fuck? Wie es auf meiner Map einfach aussieht. Lol, das musst du sehen, Digga. Das Killer-Eichhörnchen ist wieder am Start. Ach, den lasse ich stehen, der ist aus dem ersten Part. Lies mal, was draufsteht. Wahrscheinlich Doppelpunkt C. Ja, hat Schleim. Du hast mit Schleimis geschlafen, Digga. Quack. Nee, das war ein Frosch, ne? Als ob du die zwei Truhen hier nicht abgebaut hast. Wo bist du überhaupt? So, eine habe ich schon abgebaut. Aber die Truhen, hey, die das ich kostet... nicht gelootet. Ich habe die gelootet. Als ob hier einfach zwei Felsen sind. Oh, da ist wieder eine seltsame Pflanze. Meins? Nö, das mein Loot. Wow. Ich habe aber trotzdem noch eine. Ich erinnere mich noch dran, hier wurde ich gerippt. Hä, warte, aber wo ist mein Grabstein? Im dritten wrecked, Part. Nope. Ach, da! Nee, das war was anderes. Das war. Vor allem hier endet einfach das. Der Dschungel und da kommt den Crimson. Einfach so mega random. Easy. Danke. Alter, was ist das für eine. Haben wir überhaupt einen Dschungeluntergrund oder ist jetzt unser Dschungeluntergrund? Das wäre übel scheiße, weil Plantera dann übel schwer wird. Wenn die nämlich nicht in ihr im Dschungel ist, dann wird die übel overpowered und dann fickt die uns zu Tode. Wo bin ich? Ah, nice. Ich bin im Wasser gelandet, falls. Obwohl, lass den Dschungel erkunden gehen, Digga. Ja, besser Dschungel. Welchen Dschungel? Ah, da unten. Ich guck mal auf der anderen Seite, ob es da reingeht.
Du hast einfach einen Double Jump. Alter, diese Welt. Okay, da unten kommen wir auch nicht durch. Alter, okay, da müssen wir das später irgendwann mal gucken. Okay. Da sind zwei Gesichtsmonster, die mich klatschen wollen. Das stimmt, einen Enterhaken haben wir ja auch, ne? Ah, doch, hier geht's. Hier ist Alex. Hier ist eine Truhe. Ein Radar, danke Gott. Warte mal, woher... Ach, stimmt! Ich hab ja von der Nymphe den Metalldetektor bekommen. Das finde ich immer noch so geil. Das zeigt das wertvollste Erz in meiner Umgebung an. Hier ist zum Beispiel eine Truhe in den... Ja, Truhen zählen auch zum Erz. So wie Herzkristalle. Noch ein Wand der Funken. Das ist kein Zauberstab, das ist eindeutig eine Wand. Wo bist du? Hier ist Alex. Ja, ich komm hier nicht. Ich glaube, wir gerade gegen diese scheiß Form. Ich bin schon mal im Dschungel. Ich hatte Corruption Bestar. Und wehre mich hier gegen Fledermäuse. Oh lol, es ist Nacht, Digga. Hab ich gar nicht mit gerechnet. Digga, was? Ja, außerdem, was haben wir noch gemacht? Genau, wir haben... Ich hab 240 Leben. Wie viel Leben hast du? 240. Lol, auch. Bist du hier lang gegangen? Ah ja. Guck auf die Map. Ja, Vorsicht, Fallschaden. Was für ein Fallschaden, ganz ehrlich. Du schleichst dich jetzt so wie möglich da runter und kein Fallschaden. Da kommt ein Wurm. Na, als ob der so kacke ist. Der Wurm heißt hier Laptop Team. Er ist ja rasebar, bla bla. Junge. Ah, nice, lass damit fahren. Schnell, flieh. Es ist noch nicht zu spät. Aber zu früh. Oh, Herzkristall. Und Raum. Dann hol ich mir hier die Dschungelsporen. Dschungelsporen brauchen wir nämlich auch irgendwann. Zumindest ich. Du, wieso? Oh, ich glaube, ich werde sterben von scheiß Hornissen an dir. Weil wir haben uns dazu entschieden, dass Alex auf Fernkampf, also mit Bögen, Schusswaffen, whatever, umgehen wird. Und ich werde im Gegensatz dazu der Magier sein. Wir haben nämlich schon eine Oh Gott, die Gespickten sind ja so assi. Das Vieh stalkt mich. Digga, ich bin so tot. Oh lol, ich hab's auch played. Oh Leute. Das sah so dumm aus. Ich hab so 10 Leben, spring runter, lande auf einer Dorne. Eine Dorne geht weg und ich bin tot. Oh Leute, ich hab hier noch 2,5 Stacks. Ich bin auch tot, ne? Dschungel, wie tief geht's da? Dschungel ist heftig für uns. Wie wäre es, wenn wir nochmal das Auge von Cthulhu versuchen? Idee, oder? Was haben wir noch? Ja, finde ich auch. Hast du deinen Bogen? Ich hab schon einen Eisenbogen. Gut, benutz den. So, hast du auch Pfeile genug? Da. Oh, warte. Da. Wo? Ah. So, und jetzt komm. Drück B. Da. Achso, den Trank habe ich schon. Eisenhauttrank, Bogenschießtrank. Oder war? So, komm. Abgetrunken. So, und jetzt versuch einfach den Angriffen dann auszuweichen. Junge, ich hab das schon 1000 Mal besiegt, du Hammer. Oh fuck. Alex, ich will den tanken. Ich hab einen Dorn-Trank. Nein! Der hat immer gefokust. Nein! So war das nicht geplant! Komm zurück! Ah ja, nice. Ja. Noch 200 Leben. Nein! Lol, drauf! Ja, komm her, du Bitch! Den ritten wir, Digga! Wir sind zu tanky für den! Ja. Nee, ich hab mein Ding gesehen. Und jetzt Vollbeschuss! Das ist so ein dummer Fight. So, ins Gesicht. Oh lol. Jetzt gibt er aber wieder mit Schuhe. Wenn der jetzt despawnt, dann hab ich echt keinen Bock mehr. Oh lol, den klatschen wir! Aber gib mir den Loot, Digga. Für die Aufnahme. So, was haben wir bekommen? Kaiser, genau, scheiße.
Purpur-Tarnerz, das läuft schon mal. Dann können wir uns Zeug machen. So, erstmal. Okay. Hey, wie viele seltsame Pflanzen haben wir denn schon? Wie viele haben wir? Also hier sind 4 drin. Oh yo. Und den Rest, ich kann nicht zählen. 5. Hier ist ja 5. Hier noch eine drin. Hey, was ist das für ein Eichhörnchen? Das Killer-Eichhörnchen! Vorsicht! Wieso ist der NPC überhaupt grün? Jetzt nicht mehr. Hä, wieso ist der grün? Wegen deinem Trank. Warte, Pupertan erst. Ich schmelz den Shit mal. So, 25. Daraus können wir uns fast gar nichts machen. Aber immerhin etwas, hoffentlich. Ich könnte dir einen Sehnenbogen machen. Das, oh lol, der ist sogar deadly. Tödlich. Plus 11% Schaden, plus 10% Tempo. Why not? So, und was gebe ich mir? Obwohl, warte mal. Wieso sollte ich auf Mana gehen? Ich gehe einfach easy, straight Nahkampf. Natürlich ist die beschädigt. Deine Mutter ist beschädigt. Wieso sind da Zinnziegel drin? Wieso habe ich 70 Samen? Du magst Samen. Willst du mal meine Samen sehen? Warte mal, wieso haben wir den... Haben wir das Auge von Cthulhu schon mal besiegt? Nein. Ich meine, wir haben einfach 24 Rubine, läuft bei uns. So, was sollen wir jetzt machen? Das ist die Frage. Erstmal ein Buch lesen. Apropos Buch, wir können nach links laufen. Komm. So, eine Sache, die ich noch sagen wollte, und zwar können Alex und ich jetzt streamen, wo man merkt, auf Twitch, wo Samen. Schön. Ah, nee, das wird mir eindeutig zu tun. Hör auf mich zu besamen, ach, scheiße. Ich bin einfach der Vogelkiller. Warte mal. Hatte ich nicht im ersten Part oder so? Habe ich dann nicht um einen Was Vogel getrauert, ich? Der verreckt ist? Egal. Also, ich war ja schon, du? Ich auch. Einfach die ganze Zeit irgendwelche Vögel killen. Mehrzahl von Vogel ist Vogel. Vogels. Alter, wie ich es liebe, dass man im Normal Mode nicht den Verlangsamungseffekt bei Eiswasser bekommt. Das ist im Expert Mode so und das fuckt mich echt ab. Warte auf mich. Also hier war ich noch nicht. Ich auch nicht. Tomatensaft. So, jetzt geht's ab. Ich hab meine Spitzhacke weggeworfen, mach mal auf. Das ist noch eine seltene Pflanze, Digga. Geh weg. So Leute, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was wir demnächst machen sollen, weil ich habe echt keinen Plan. Vielleicht wollt ihr, dass wir uns, dass wir euch unsere Welt zeigen, die wir nur zu zweit haben und nicht dabei auch eine wunderschöne Welt. Hase! Ich habe einen Hasen getötet, das fühle ich mich schlecht. Alter, hier sind so viele Tagesblumen, das ist unnormal. Geil. Ha, ich wusste, dass hier eine Truhe ist. Mit Schnürsenkelkappe. Dann kommt Wüste. Schnürsenkelkappe. Dann warte ich hier mal auf dich, bis du kommst. Und hier die seltene Pflanze abbaust, weil ich keine Spitzhacke habe. Digga! Scheiß Blauschleimi. Ich habe mir auf jeden Fall eine Schnürsenkelkappe. Was bedeutet, dass ich gerade mal noch Raketenstiefel brauche, um mir Blitzstiefel zu machen. Oh, nice. Verlies. Gut. Und selbst eine Pflanze. Na, lass nach unten gehen. Kannst du gern machen. Okay, hab keine Lust mehr. Ja doch, lass reingehen. Ich baue noch gerade ein Buch ab. Und dann ist ein Dämon, Alter. Ab. Oh, Leute. Da war er. Oh, mein... Der ist noch hochgekommen. Der ist einfach noch hochgekommen zu mir. Was habe ich getan? Weißt, du willst in den Verlies rein. Er tötet mich. Ich weiß nichts mehr mit meinem Leben anzufangen. Willst du meine Eicheln sehen? Was? Jetzt sind es 2 Eicheln. So, Leute, ich würde sagen, das war's von dem Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer ein Like. Das Killer-Eichhörnchen. Noch eins. Die Invasion hat begonnen. Hast du noch was zu sagen? Da ist eins. Hast du noch was zu sagen? Lass 10 Likes da. Ach ja, genau. Habe ich ja eben gemeint, ne?
Also, 10 Likes. Macht Alex auch Terraria-Videos. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Lasst ein Like da.